Aschenputtel. Es war einmal ein Mädchen namens Aschenputtel. Ihre Stiefmutter und Stiefschwestern behandelten sie sehr schlecht. Sie verlangten von ihr, dass sie den Boden wischte und jeden Tag die Asche im Kamin fegen musste. Aschenputtels Stiefschwestern dagegen verrichteten keinerlei Arbeit. Eines Tages lud der Prinz der Stadt alle in seinen Palast ein. Aber Aschenputtel konnte nicht gehen. Ihre Stiefmutter befahl ihr, zu Hause zu bleiben und zu arbeiten. Aschenputtels Stiefschwestern aber trugen ihre schönsten Kleider und gingen in den Palast.